Am letzten Spieltag des Grunddurchganges geht es für den WRC und Rapid um den dritten Platz in der Tabelle. Und für Didi Kübau, ein ganz besonderes Spiel, hat die Kärntner über 2 Jahre betreut und unter anderem auch schon mit der Admira, St. Pölten und Rapid ganze 14 Duelle gegen die Kärntner bestritten, allerdings nur 4 Siege eingefahren. Und auch in dieser ersten halben Stunde muss er sich mit dem Offensivspektakel der Kärntner abfinden. Schmitz auf Lindl, technisch normal. Versiert in diesem Fall allerdings kläglich vergeben. Das ist übrigens keine Kopie, wieder derselbe Angriff über links. Schmitz, Abnehmer ist in diesem Fall schon Weißmann, auch er verfehlt sein Ziel relativ deutlich. Der Israeli kann aber auch Chancen vorlegen, wie hier auf Alexander Schmidt, der zunächst Ballglück gegen Stojkovic hat und an Strebinger scheitert. In dieser ersten halben Stunde Rapid nur mit Defensivaufgaben beschäftigt und in der 40. mit der ersten Schrecksekunde. Denn Christopher Dibon humpelt, muss auch 2 Minuten später ausgewechselt werden und durch Maximilian Hoffmann ersetzt werden. Was war passiert? Ein Tritt von Alexander Schmidt hier auf den linken Mittelfuß. Auch das wird im Spital kontrolliert. Dibon mit Schmerzen draußen. Auch Didi Kübauer hat bei den Offiziellen seine Stimme abgegeben, dass sie manche Dinge an diesem Nachmittag übersehen würden. Fußball gespielt wird trotzdem und Rapid kommt mit der ersten Chance auch gleich zum ersten Treffer. 0:1 aus dem Nichts. Erste Minute der Nachspielzeit, zunächst ein Pass von Novak auf Rinic und der hat dann zu viel Zeit nachzudenken, entscheidet sich dann für die falsche Option, gibt dem Ball auch zu wenig Schwung mit und der Grieche macht das, was er am liebsten macht. Saisontore erzielen, mittlerweile steht er bei insgesamt 14. So kann Fußball manchmal laufen, aber der WRC schlägt prompt zurück. 2 Minuten nach diesem Führungstreffer noch eine Freistoßmöglichkeit von Lindl auf den Kopf von, na klar, schon Weißmann. Wunderbar, wie sich der Israeli im Strafraum behauptet und die Kärntner freuen sich über diesen Ausgleichstreffer, den sie sich redlich verdient haben. Wunderbare Standardsituation, wunderbarer Laufweg, hat alles zusammengepasst. Strebinger zum ersten Mal geschlagen. Und mit diesem 1:1 geht es dann in die Halbzeitpause. Didi Kübauer kann vor allem mit der Leistung im ersten Durchgang absolut nicht zufrieden sein. Der WRC offensiv viel gefährlicher. Stattdessen gibt es wieder eine Schrecksekunde. Wieder mal ein Rapidspieler davon betroffen, nämlich Taxiachis Funtas. Bekommt hier den Ellenbogen bzw. Arm von Rinic zu spüren. Auch er muss wenige Minuten später ersetzt werden. Und Rapid baut langsam aber sicher ein Lazarett auf. 1:1 in der 73. Wieder ein Freistoß. Wieder Michi Lindl, wieder John Weißmann. 2:1 für die Kärntner. Wunderbar gemacht. Und der bekommt das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht heraus. Hat im Hinspiel gegen Rapid noch keinen Treffer erzielen können. So gut wie jeden Gegner in der Tipico-Bundesliga getroffen. Jetzt gleich doppelt gegen die Grün-Weißen. Spiel gedreht aus Kärntner Sicht, die auch in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile haben, das Spiel unter Kontrolle haben, aber in den Schlussminuten Rapid noch einmal kommen lassen. So in der 91. etwas passives Verhalten. Die Flanke kommt zur Mitte. Kita Gaber leitet ihn weiter auf Schick und der legt zurück auf Maximilian Hoffmann. Eine Co-Produktion, 3 Spieler, die eingewechselt worden sind von Didi Kübauer, ein goldenes Händchen wie aus dem Lehrbuch. Und da kann man einen kurzen Moment darüber hinwegsehen, dass man Dibon als auch Funtas verletzungsbedingt vorgeben musste. Eine Kampfleistung der Hütteldorfer, die sich in letzter Sekunde sozusagen ein Unentschieden in Kärnten erkämpfen. Denn durch diesen Last-Minute-Ausgleich bleiben die Hütteldorfer am 3. Tabellenplatz, müssen sich aber definitiv in der Meistergruppe steigern. Auf der anderen Seite Ferdinand Feldhofer, der Trainer der Kärntner, der sich zum ersten Mal mit einem Remis abfinden muss.